So einer ist hier 50 Meter schätzungsweise vor uns, dann einer etwas links weiter weg und ganz rechts ist noch einer. Aber wir bleiben natürlich hier und beobachten das jetzt nicht, weil ich möchte da natürlich keine Unruhe reinbringen. So, wir hören einfach zu, was passiert. Aber da ist mein Essen. So ein bisschen Salz und Pfeffer dazu und dann ist das super. Ich gehe jetzt trotzdem mal gucken. Nur oben an den Rand der Wiese. Ich mache jetzt die Lampe mal aus. Und dann schauen wir mal, ob wir dort was sehen können. Aber das ist viel, viel zu dunkel. Ich schalte jetzt mal auf schwaches Licht. Wie ging das? Hier. Low looks. Ein. Okay. So, mal ganz leise. Moment. Ich bleib hier stehen. Der eine ist da auf der Ecke. Oben am Waldrand. Der zweite ist da im Wald drin und der dritte irgendwo da. Ah, die sind schon sehr aktiv. Die Pferde, die Ponys, die denken sich jetzt auch, was machen die? Muss da direkt fast unmittelbar auf der Ecke stehen. Natürlich im Gehölz. Ne? Das sind die Momente, die halt so faszinierend sind, wenn man die Tiere so mitbekommt. Na, ich gehe mal wieder runter. Es gibt nichts Schöneres, als wirklich so einen Tag im Wald zu verbringen. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Vögel hier zu hören sind tagsüber. Dann die Rehe in der Dämmerung. Und jetzt ist es fast mucksmäuschenstill. Man hört nur irgendeinen entfernten Flieger. Man hört ganz leise die Straße im Hintergrund und eigentlich dominiert das Knacken des Feuers. Lass das Feuer jetzt mal runterbrennen, dann werde ich mal das Fleisch drauflegen. Da habe ich eigentlich viel zu viel gegessen heute. Aber der Tag heute vom Wetter war optimal. Morgen soll es wieder ein bisschen schlechter werden. Ich bin mal gespannt, wie das morgen früh so ist. Es wird ja in den Morgenstunden immer noch recht kühl. Aber klar, die Erde ist ja noch nicht so aufgeheizt. Ne? Naja. Wird bestimmt eine interessante Nacht werden, weil wir haben fast Vollmond. Das heißt, es sind auch viele Tiere aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Da hinten, relativ weit weg, ist ein Waldkauz dran. Und schreit. Aber ansonsten ist hier total die Stille. Ab und zu noch mal ein Reh. Ein Rehbock, der laut gibt. Aber da ist auch Ruhe eingekehrt. Ich glaube, die haben jetzt ihre Reviergrenzen oder was auch immer geklärt. Ich lasse den Tag jetzt einfach mal ausklingen.
Wir sehen uns morgen früh nach dem Aufstehen. Guten Morgen, Leute. Es ist 10 nach 5 und ich bin um 4:15 aufgestanden, weil ich dringend Pipi musste. Da war es noch total still und jetzt hört euch mal dieses Konzert an. Moin Leute, ich sehe noch ein bisschen verknittert aus. War eine kurze Nacht. Ich habe es ja eben beschrieben. Ich bin um 4:20 aufgewacht. Hatte da ein Bedürfnis, was ich erledigen musste. Und zu dem Zeitpunkt waren also so einige Vögel aktiv. Und dann wurden das schnell mehr. Und dann habe ich mir erstmal eine Carlos-Schorle gemacht. Eigentlich so mit dem Gedanken, okay, nach der Carlos-Schorle legst du dich einfach nochmal hin und schläfst für ein paar Stunden. Aber nein, habe ich nicht gemacht, denn dieses Konzert heute Morgen, das war der Irrsinn. Das war, Mann ey, das war so toll. Diese ganzen Vögel, ich bin ja nun mal kein Vogelspezialist und kann jetzt anhand der ganzen Klänge entscheiden oder erkennen, welcher Vogel das ist. Aber dieses Konzert heute Morgen, das war schon heftig. Jetzt ist es, lasst mich mal gucken, kurz nach 6. Es hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen. Also es war schon so um 5:30 war so der Höhepunkt. Das war echt irre. Ich habe jetzt schon die zweite Carlos-Schorle in mir. Und ich werde jetzt einfach hier noch ein bisschen sitzen. Werde den Klängen hier noch lauschen. Die Zeit genießen. Ich habe heute leider noch einen anderen Termin, der mir auch sehr, sehr wichtig ist. Deswegen ist es eigentlich kein Leider-Termin. Das heißt, ich werde gleich mal zusammenpacken. Was richtig klasse war, war das Schlafsetup. Ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, weil die Temperaturen im Moment gehen ja teilweise noch an die 0 Grad ran. Und ich glaube, der Carinthia tropen, der hat so als Wohlfühltemperatur so die plus 5 Grad. Und mit dieser Fließdecke drin und dem Biwaksack drüber, oh, ich hatte es richtig schön mollig warm. Das Einzige, was ich machen muss, ist tatsächlich, ich brauche ein vernünftiges, großes Kopfkissen. Muss ich mir besorgen, weil das... Ich habe zwar so ein Schaumstoffkissen, so ein Reisekissen von Snookpack, aber das ist
nicht jetzt so in der Größe, wie ich das benötige. Und das dann mit Jacken auffüttern, das ist alles irgendwie nicht. Und denk mal an den Sommer, da hat man nicht unbedingt immer so eine dicke Jacke dabei. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp, was man da als größeres Kopfkissen nehmen kann. Mir fällt da im Moment nichts so ein. Ich habe mal geguckt, aber da waren die Preise auch jenseits von gut und böse. Ja. Ja. Ah, mein Frühstück. Ja. Ein Carlos an euch alle da draußen. Eieiei. Das ist so geil wieder mal. Die Lola hat einmal eben geknurrt. Da war wohl irgendwas dann in der Nähe, was ihr nicht gepasst hat. Die liegt wieder auf ihrem Stammplatz und beobachtet alles. Also ich freue mich enorm drauf, wenn der Sommer hier wieder einkehrt. Ich meine, es ist schon absolut genial, jetzt den Frühling hier zu erleben. Wie das alles jetzt grün wird und zum Leben erweckt wird. Ich erinnere mich noch an die Nacht von Neujahr auf den 2. Januar, wo das dann morgens hier auch geschneit hat. Da war hier Totenstille, es war alles grau und weiß. Ich meine, das hat auch seine Reize, aber die Temperaturen sind dann jenseits von Gut und Böse. Das macht zwar auch Spaß, dann draußen zu sein, aber schöner ist das natürlich jetzt zu der Jahreszeit. Ja. Und ist schon irre, wie die Natur sich dann verändert. Ist echt ein klasse Feeling, wenn man das so dann mal wieder hautnah erleben kann. Das entschleunigt einen und das zeigt einem aber auch, wie wichtig die Natur für uns Menschen ist und dass wir damit nicht sonderlich gut umgegangen sind in der Vergangenheit und auch heute noch nicht sehr gut damit umgehen. Und ich glaube, da ist es auch irgendwo so ein Ding von uns Buschkraftern, da mal eben drauf zu achten und den Leuten auch die Natur wieder ein bisschen näher zu bringen. Ja, meine Abschlussworte sozusagen. Nach der Predigt brauche ich heute nicht mehr in die Kirche zu gehen. Ich wünsche euch viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur. Euer Dietmar. Bis dann. Bye bye. Ciao. Und die Prinzessin liegt auf ihrem Stammplatz, bewacht ihre Erbse. Sie ist ja die Prinzessin auf der Erbse. Jetzt scheut sie sich ein bisschen. Das ist echt die Beste. Geil.